Herausforderung Familie. Ein Informationsclip für Eltern mit Kindern von 10 bis 18 Jahren. Pubertät im Anmarsch. Was Eltern wissen müssen. Die Pubertät stellt für Eltern und Jugendliche den Alltag auf den Kopf. Damit Eltern diese wichtige Zeit gut meistern können, ist es wertvoll, die Entwicklungsaufgaben in der Pubertät zu kennen. Die Pubertät ist der Übergang von der Kindheit in das Erwachsenenleben. Jugendliche durchlaufen verschiedene Entwicklungen des Körpers, ihrer Gefühlswelt und der Beziehungen. Das Hirn wird zu einer chaotischen Baustelle. Während sich Verknüpfungen festigen, werden unnötige Nervenzellen abgebaut. Auch der Hormonhaushalt, vor allem der Östrogen- bzw. Testosteronspiegel, verändert sich. Jugendliche können dies nicht selbst beeinflussen. Es passiert einfach. Daher sollten solche Verhaltensweisen und Widersprüche von außen nicht bewertet werden. Diese große Entwicklung wird in drei Phasen unterteilt, welche sehr individuell verlaufen und nicht immer trennscharf abzugrenzen sind. In der ersten Phase, im Alter von ca. 10 bis 12 Jahren, fühlen sich Jugendliche zunehmend unwohl in der Familie. Sie wenden sich Gleichaltrigen zu und schwanken zwischen Nähe und Distanz zu den Eltern. In der zweiten Phase, im Alter von ca. 13 bis 15 Jahren, wollen Jugendliche eine stärkere Distanzierung zur Familie und machen sich auf die Suche nach Anschluss zu Jugendgruppen. Es findet eine vehemente Abgrenzung gegenüber Eltern statt und die Jugendlichen nehmen oftmals eine Gegenposition ein. In der dritten Phase, im Alter von ca. 16 bis 18 Jahren, verstärkt sich bei den Jugendlichen die Suche und das Eingehen von intimen Zweierbeziehungen und es entsteht eine konstantere Distanz zu den Eltern. Auch suchen sie vermehrt emotionalen Halt bei anderen Menschen und es entstehen Anfänge einer Erwachsenenbeziehung zu den Eltern. Um die Pubertät gut meistern zu können, sind Jugendliche auch auf ihr Umfeld angewiesen. Sie brauchen Menschen, die ihnen zugewandt bleiben, denen sie vertrauen können, die Uneinigkeiten aushalten und die sie wie Erwachsene ernst nehmen. Weitere Informationen und Anregungen finden Sie auf www.kontaktluzern.ch.